Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft. Ja, hier sind wir wieder. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach, wir haben Erde geschaufelt, genau. Ja. Aber jetzt mal noch was anderes. Ich habe ja die ganze Zeit was gesagt wegen Rezeptbuch, ne? Ja, ganz blöd. Und zwar, in meinem Overlay kann man das nicht sehen. Aber wenn man, Moment, im Handding geht es nicht. Aber wenn man jetzt an den an so einen Werkzeugtisch geht. Moment. Ach, Rechtsklick, ja. Wenn ich jetzt hier mal irgendwo hinklicke. Hier war es, genau. Da ist nochmal so ein Büchle. Und hier sind die ganzen Rezepte drin jetzt. Also, da kann ich jetzt gucken, was ich bauen möchte. Ja, je nachdem. Ich kann hier blättern. Das roter Farbstoff zum Beispiel. Ein Lore-Schild zum Beispiel, ja. Das wollte ich mir nämlich schon die ganze Zeit craften. Eisenbeinschutz, okay. So, dann machen wir das mal. Ein Schild, bitte. Dankeschön. So, Eisenhelm, ja, brauchen wir nicht. Eisenrüstung, Trichter, Werfer, Werkbank. Da, das ist praktisch. Strohballenkuchen zum Beispiel, ja. Ja, da habe ich nur jetzt halt die Sache nicht. Deswegen geht es jetzt auch nicht. Ich kann es nicht rausziehen. Aber Kohle. Kohleblock. Ich wüsste nicht, dass es einen Kohleblock gibt. Doch, tatsächlich, es gibt einen Kohleblock. Das ist neu. Ja gut, der Kessel, den kennen wir. Das haben wir in der Küche stehen. Eimer und so weiter. Knochenmehl, Andesit, Brot. Das war jetzt die Kategorie. Man kann auch was suchen hier anscheinend oder so. Was ist das hier? Alles wird gesagt. Ach so. Man kann umschalten zwischen was gebaut werden kann gerade und was nicht. Aber zum Beispiel hier Weizen kann man Strohballen gewinnen, zum Beispiel. Ja, Weizen zusammensteckt, kann man, glaube ich, Strohballen machen. Zum Beispiel jetzt hier, das ist rot umrandet. Das kann ich nicht machen, weil ich kein Holz gerade habe. Dann gibt es hier eben diese Steinstufen und so weiter. Das ist ja nochmal unterkategorisiert. So ein bisschen hier. Wägeplatte, hohe Gewichte. Was soll denn das? Hohe Gewichte. Holzdruckplatte. Hä? Ja, aber das ist doch das Gleiche. Ich kann doch... naja, egal. Hier kann ich jetzt was eintragen. Ja gut. Wenn man was Bestimmtes sucht und was weiß, wie es heißt. Aber da ist endlich mein Rezeptbuch. Das ist so genial. Und ich habe doch gewusst, dass... Weil die da jetzt auch in dem Intro ständig hier mit... Rezeptbuch kam, wie jetzt? Warum ist denn schon wieder dunkel? Habe ich nicht gerade gepennt? Habe ich jetzt die ganze Zeit gelabert und es wird dunkel geworden? Naja, dann haue ich mich nochmal ins Bett, sag und nach dir. Ja, mit dem Spinnengeschrei hier und Fledermausgepiepe. So, guten Morgen, hier sind wir wieder. Ja, was machen wir denn heute? Ja gut, ich würde ja nochmal gern... was macht das Schaf hier? Was macht das Schaf hier? Moment, das geht nicht. Schweindals. Denkt nicht dran, ihr kommt nicht raus. Ja, da muss ich doch nochmal hier einfangen gehen. Zack, zack. Wo ist das jetzt hin? Schaf, du kannst mich nicht veräppeln, ja. Du kommst ja entfernt. Wenn du meinst, bist keine Ahnung, aber... wenn auch nicht, dann nehme ich dich trotzdem mit. So, und wer entkommen will, der kriegt gleich eine Schelle. So, mach mal Platz. Halt! Stopp! Da geblieben. Wage es nicht. So, Klappe zu, Affe tot. Ups. Ich wollte doch nur die Seil abnehmen. Das muss man mit Rechtsklick machen. Ja, ich vergaß. Jetzt habe ich halt den mal eine reingepappt hier. Egal, das macht dem Schaf mal nichts aus. Es war für dafür, dass es hier draußen rumrannte. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt hier wirklich entkommen ist oder nicht. So. Dann packen wir unsere Schnüre wieder hier rein. Tja,
gibt's doch echt nicht, dass das hier entkommen ist, ja. Ah, ich habe ein Ei. Moment, stopp. Ganz brav bleiben, ja. Ich laufe da außen rum. Ich möchte jetzt schon wieder durch die ganzen Schafe und so weiter, ja. So, wollen hier keine Rinderstampede veranstalten hier. So, jetzt hat le. So, ich muss euch da wieder füttern, dass wir hier Nachwuchs kriegen. So, ich mache hier mal wild geklicke hier. Vielleicht hört man ja meine Maus im Hintergrund klicken hier. So, wer hat noch nicht, wer kann noch mal. Noch was essen mag ich natürlich. So, ich glaube, wir sind durch. Da kommen ab und zu noch ein paar Bling-Blong. Ja, wo sind die kleinen Kühe? Hallo? Ach, die sind alle da unten. Ah. Ich hupfe mal ein bisschen hier. Ja, Hilfe, lasst mich durch. Nee, ihr komischen Kühe hier. So, Weizenkörner. Ne? Da könnten wir die Hühner mitfüttern. Nee, aber ich brauche nicht so viele Hühner. Höchstens, ich will da Federn draus gewinnen. Aber eigentlich möchte ich nicht die... Ja. Ich möchte die Hühner nicht töten. Die Kühe sind jetzt ein notwendiges Muss. Aber... Warte mal. Macht's. Wo ist denn da der Knopf dafür? Wenn es jetzt immer geöffnet ist, also. Dann ist mir das natürlich auch recht, aber ich kann hier auch nicht alles hier ausführen. Bestimmte Rezepte gehen nicht. Ja, da gibt es zum Beispiel keinen Kohleblock. Aber hier kann ich jetzt nicht auf alle Rezepte zugreifen, weil das nicht passt. Ja. So, ich weiß nur, wie man es halt bei der Werkbank aktiviert. Und beim bleibst du da? Warum habe ich jetzt auf einmal Diorit? Wisst ihr was? Du Dioritwürfel kannst mal hier bleiben. So, egal. Den brauche ich jetzt, den Einwürfel nicht hier. Er stört mich nur. So. Jetzt hat er. Wie kann ich denn das Schild? Okay, ah. Jetzt. Ah, ja, jetzt kann ich mit dem Schild blocken. Sehr schön. Na gut, das wird mich jetzt ein bisschen bestören hier, aber. Na schon. Ja, ist ein bisschen eigenartig jetzt gerade. So, dann schiebt man noch ein bisschen Erde. Würde ich vorschlagen. So, der Baum ist komplett abgebrannt. Ah, da müssen wir auch nochmal. Hat es einen Anschluss zum Meer? Ach ja, gut, dann schieben wir hier halt mal auch ein bisschen Sand. So. Neue Rezepte, ja, schön. Das ist ein bisschen nervig, aber nur ein bisschen. Also, ja, dass hier ständig hier heißt, neues Rezept, lalalala. Obwohl ich die eigentlich schon alle kann oder so. Wenn ich aber weiß, wie was geht, dann kann ich das doch aber auch so bauen, oder? Da muss ich nicht ins Rezeptbuch gucken, wenn es da drin steht. Also ich weiß es nicht. Es könnte natürlich sein, dass es jetzt so ist, dass man wirklich nur was machen kann, wenn es im Buche steht. Also das hat geheißen, sobald man eben einen Block hat, der für ein entsprechendes Rezept gilt, dann hat man das Rezept auch im Rezeptbuch. So habe ich das verstanden, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber ich bin natürlich auch nicht so der Englisch-Fan hier. Oder ich muss halt mal belegen. Was heißt das jetzt nochmal? So, aber jetzt mal die Schaufel immer so schön plonk wieder. Oder halt es sonst nie so richtig gehört. Also ich meine, das wäre irgendwie bei mir sonst nicht so gewesen. Dass ich das so höre. So. Ja, Gott sei Dank, jetzt das Rezeptbuch endlich. Das ist ein Wunsch von mir schon ewig gewesen. Immer hier im Wiki nachgucken, das ist mir ein bisschen zu blöd, sage ich mal jetzt offen und ehrlich. So, und hier läuft jetzt gleich das Wasser aus, oder wie sehe ich das? Ja. Da fließt jetzt gleich das Wasser aus. Oh, ich werde weggetrieben. Was sind?
Ach, ich bin nur ins Wasser gegangen und jetzt wird mir das Rezept für Buch hier, für ein Boot, angezeigt. Für Buch, genau. So, komm her. Ja, das ist aber suboptimal. Moment mal, ich müsste eigentlich das erstmal zu kitten hier. Hallo? Ist hier noch ein Wasserquellblock entstanden? Anscheinend. So, das wollen wir nicht. Hier haben wir jetzt mal sozusagen Sandsäger ausgelegt. Das muss zu, ja. So leid es mir tut. So, ja, ich nehme jetzt halt mal den Sand dazu. Ups, jetzt habe ich wieder aufgemacht. Überflutung. So, dann. Ach, die Körner, ach Mann. Braucht die doch gar nicht mehr. Es reicht schon, wenn man vom Weizen immer das Doppelte zurückkriegt, sozusagen. Mindestens das Doppelte. Was ist denn jetzt schon wieder, hä? Ach, Farbe, ach so, weil ich jetzt eine Blume eingesammelt habe. Ach, schön gut. Das muss ja aber alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Ja, und ich weiß, am Ende muss ich es ja eh wieder aufschütten. Also teilweise, sage ich mal jetzt nur mal, das drohe ich schon mal an hier. So. Ah, wenn er den Block jetzt setzt, dann hält er das Schild vor, okay. Ah, das ist da unten schon mal neu gesackt, das ist auch gut so. So. Ah, das war jetzt blöd. So. Jetzt haben wir hier so einen Überhang hier. Ja, das ist ja. Gott sei Dank hat Minecraft keine so eine Physik hier. Nur jetzt bei so Sachen wie Sand und Gravel, das fällt halt runter, wenn man es anklopft dann. Aber hier, dass das hier hebt, dieser Erzüberhang hier. Da gibt es ja andere schöne Spielchen, wo das dann zusammenbricht. Also da gibt es ja nicht so eben. Ja, wir bauen jetzt hier einen ewig langen Überhang. Nein. Da muss man auch die Statik beachten. So. Lalalalalalala. Naja, wir müssten es irgendwann bald mal haben. Ich habe ja echt schon überlegt mit dem Gedanken, ob ich das euch erspare und das eben mal off-screen mache hier. Aber irgendwie, ich kann das irgendwie nicht leiden, wenn man hier was wegschnippelt. Das gehört einfach irgendwie dazu. Es ist zwar eintönig, aber ich versuche euch ja so gut wie es geht ja zu unterhalten. Also ich hoffe, es gelingt mir. So. Weiter geht's. Zack, zack. Ah, da haben wir da Blöcke versenkt hier. Ja, ist halt nun mal so. Das meine ich nicht. Da ist schon ein bisschen Physik dabei, aber nicht wirklich ganz. Gravel und Sand fällt halt da unten. Ne? Und jetzt wird es gleich eine Nacht. Ich habe zwar jetzt ein Schild, aber deswegen bin ich nicht irgendwie mutiger. Ich glaube, ich sollte mich mal in die Falle begeben. Also nicht in die Monsterfalle oder so. Also in mein Bettchen meine ich natürlich. So, kann man es hier mal geschwind durchgraben? Ja, das können wir. So, jetzt haben wir. Oh. Moment, das haben wir gleich. Da ist doch tatsächlich das Deck voll geworden. So.
hier noch ein bisschen durchkramen. So, kein Tunnel mehr. Hihi. So, ja, zombiöse Herren, Spinnen. Alles vorhanden. Tja, ich müsste doch jetzt wirklich mal pennen gehen. So, ha, das war's schon wieder. Naja, gut, dann gehen wir geschwind mal ins Bett. Na, renn doch mal, Junge. Zwischen rein mal ein Brot noch in die Futterluge schieben hier. So. Wow, 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 wow. Ja, ja, wacht hier. So, Zombie, hast mich jetzt endlich bemerkt, aber egal, ich gehe jetzt in die Falle. So, gute Nacht. So, okay, schön. Und guten Morgen. Ja, hier wird man auch schon gleich von unserem lieben Buffy begrüßt hier. So, weiter geht's. Ups, aber warte mal. Jetzt habe ich mich ja fast in die Tür geklemmt. Bevor es weitergeht, geht's erstmal ablernen. So, Erde. Lalalalalala. So. Jawohl. Körner, ja, Blumen. Saatgut. Im Prinzip, ja, Eichensetzlinge könnte ich da auch reinpacken, aber Körner sind eigentlich mehr Saatgut in meinen Augen. Die Saplings. Was habe ich sonst noch? Eier, Blumen, na, das kommt eigentlich alles oben rein. Die Eier kommen natürlich hier rein. Ja, da, obwohl, ich bräuchte fast schon eine Kiste mit nur den Hühnereiern hier. So, hier haben wir schon Blumen drin, eine zumindest, dann kommt hier noch Setzlinge. Können wir hier reinpacken erstmal. Bruchstein, ja, den habe ich jetzt nicht aufgeräumt. Mist. Naja, wisst ihr was? Wir brauchen bestimmt mal wieder Cleanstone, also tun wir das hier mal in den Ofen knallen. So. Und jetzt Werkbank. Was macht jedes jetzt hier? Eisen. Ah ja, geil. Eisenschaufel. Ach, da geht's auch. Ich habe das immer in die Mitte getan. Kann ich das mehrfach anklicken? Moment mal. Ah, doch. Das war zu viel, aber. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, den Rest in. Ich habe jetzt gedacht, es wird mir gerade hier abgezogen und ich habe nichts gekriegt. Das wäre natürlich fies. So, Stöcklis. So, und dann geht es wieder nach draußen. So, wir haben es ja bald. Deswegen habe ich jetzt mal gedacht, da hinten geguckt. Ah, die Würfel sind noch da. Nur dieser Basseng hier, der hebt mich jetzt hier ein bisschen auf. Den hier zuzukippen sozusagen. Bei Sand jetzt hier auch nicht die optimale Lösung ist. Das müsste eigentlich Erde sein. Warte mal. Das muss ich nochmal rausgraben hier. Und da auch Wasser. So, das muss Erde sein. Setze erstmal einen Erdblock. Ah, setzen wir gleich Erde rein. Ja, das mit dem Sand, das war so eine Schnapsidee von mir. Wie? Ach, ich habe nicht genug Erde. Witzig. Dann muss ich hier noch ein bisschen graben gehen. Ne? Tja, da der Stein muss auch ausgetauscht werden. Ja, da geht jetzt erstmal ein bisschen hier Erde flöten, die wir eigentlich für unser Projekt bräuchten. Oder ja, gut, wenn wir so hätten. Wir werden natürlich wahrscheinlich Überhang haben. Und ja. So, guten Tag, Wasser. Klack, klack. Ja, das Sand muss ich da nochmal rausschippen, da.
Naja gut, dann packe ich da erstmal das Erde rein. Schieb sie dann wieder raus. Ist alles ein bisschen nervig eben, um so ein Wasser hier wegzukriegen. Das kannst du halt nicht einfach mal so... Ja, das wäre praktisch, wenn man das abpumpen könnte. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch das Spiel Clonk kennt. Also da gab es ja zum Schluss Clonk Rage oder Radikal oder Clonk Planet dann zum Schluss. Und ja, da gab es eine Pumpe, da konnte man dann hier das Wasser wegpumpen aus seiner Öle, in dem mal geflutet war, so durch Regen oder so. Und das wäre hier auch praktisch, wenn man in Minecraft so irgendwie eine Pumpe machen könnte oder so. So. Und dann mit so einer Art Wasserreservoir oder so. Ich meine, man könnte das Wasser jetzt hier ins Meer leiten. Wäre dann weg irgendwie. Also man kann ja auch einen Eimer ausleeren. Und der ist dann auch im Meer verschwunden. Was eigentlich von der Logik her ja nicht logisch ist eigentlich. Normal kann ja Wasser nicht verschwinden. Das muss ja irgendwo auftragen. Das heißt, das Meer müsste dann rauskommen, irgendwann, wenn man genug Wasser reinpumpt, sozusagen. Ja, ich meine halt, dass man dann sagen könnte, naja, man lädt das Wasser jetzt in irgendein Bassin rein, woanders hin oder so. Oder dass man sich so eine Art Hochturm bauen könnte, hier. Mit Wasser dann drin. Das wäre auch genial. So. Lalalalalalala. Dam dam dam. So. Da noch. Den Überhang hier auch noch weg hier. Das Überhangsmandat sozusagen. Ja, da ist vom Baum was übrig geblieben. Das muss ich dann auch noch beseitigen. So. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sind erstmal da hier durch an der Stelle. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Folge hier wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, würde ich sagen. Ja, tschüss, euer Legolas.